Hallo, ich bin Fräulein Bommi Wonder und so sehe ich ungeschminkt aus. Wie fandest du's? Haben wir doch ganz gut hingekriegt, oder? Ja, super. Herzlich willkommen zu unserer neuen Kultursendung hier auf Regio TV. Und du bist tatsächlich mein allererster Gast. Wir haben eben schon gesagt, du bist Fräulein Bommi Wonder. Ja. Herzlich willkommen im Spaderwelt Eventcenter. Wir feiern heute Abend exzessiv bis zum Verlust der Muttersprache. Es wird wunderbar, wirklich. Ich habe ja gefreut, dass wir einigermaßen pünktlich anfangen konnten. Trotz diesen ganzen Baustellen, die rum waren. Ihr seid rechtzeitig hergekommen, weil ihr wusstet, die größte Baustelle steht hier auf der Bühne. Und im wahren Leben Michael Panzer. Jawohl. Ja. Wie fühlt sich an, so der erste Gast meiner Sendung zu sein? Es ist für dich das erste Mal jetzt, oder? Dann möchte ich alles dran setzen, dass für dich das erste Mal besonders schön wird. Ja, meistens ist das erste Mal ja nicht besonders schön, wie man so hört, ne? Aber ja, ich weiß es ja nicht. Ich warte noch drauf. Du bist ja seit über 30 Jahren mit Fräulein Bommi Wonder auf der Bühne. Mhm. Wieso schafft es diese Figur so lange zu überleben? Wahrscheinlich, weil die Figur mit mir älter werden kann. Ich glaube, dass es eine authentische Figur ist. Es ist nichts Gekünsteltes, sondern das ist so eine andere Form von mir. Ich glaube, das, was ich mache, könnte ich theoretisch noch die nächsten 30, 40 Jahre durchziehen. Aber älter werden ist ja genau das Thema, gell? Du wirst jetzt 50 im November. Jo. Ich stehe dazu, weil man sieht es mir ja nicht an. Als wir uns vorhin getroffen haben am Auto, hast du gesagt, so, ich bin nicht rasiert, soll ich mich noch rasieren? Du hast einen Rasierer tatsächlich dabei. Natürlich. Weil du bist das allererste Mal unrasiert vor der Kamera. Ja, genau. Wie viel geht's? Also passt es oder soll man doch noch den Rasierer rausholen? Ach, so sieht's aus. Es ist gut für die Haut, da kann sie sich mal beruhigen. So, du stehst mit deinem Programm auf der Bühne. 50-50 Halbzeit heißt das Ganze. Optimistisches Thema. Total, weil damit signalisierst du ja, du gehst davon aus, dass du 100 wirst. Oh mein Gott, vielleicht bin ich auf der Zielgeraden, man weiß es ja nicht. Deswegen, ich feiere jeden Tag und dann ist es alles okay. Würdest du gerne 100 werden? Da bin ich ein bisschen geerdet, weil mein Vater Bestatter war. Das erzähle ich auf der Bühne, das glaubt mir keiner, aber es war so. Lebt dein Papa noch? Nein, leider nicht. Der ist vor 6 Jahren verstorben. Und da kriegst du aber automatisch schon als Kind mit, dass es nicht die Regel ist, mit 95 einfach mal nicht aufzuwachen. Du, aber bevor wir jetzt hier über den Tod sprechen, müssen wir über das Altern sprechen, weil das ist der Prozess, der passiert. Und vor allen Dingen über deine Show, haben wir eben schon mal gesagt, 50-50 Halbzeit. Da geht es darum, dass der Mann hinter Bommi Wonder altert. Genau. Und was da genau passiert, darüber sprechen wir gleich. Jetzt möchte ich dir aber eine Künstlerin vorstellen, die heute auch bei mir in der Show ist. Die malt mit Sand. Hast du das schon mal gesehen? Ja, ich habe das mal gesehen, so ein abendfüllendes Programm über Stuttgart. Ja. Stuttgart in Sand und das war sensationell. Und genau darum geht es jetzt. Oh. So, wir sind jetzt auf der Bühne. Andi, wenn du dich einmal umdrehst, momentan ist noch alles leer. Die Anna bereitet sich ein bisschen vor. Und jetzt hast du dein Haarspray aus der Kabine mitgebracht. Nein, das ist kein Haarspray, das ist Antistatik. Ja. Das ist für Möbel. Das ist Glas. Ja. Und mit Antistatik ist es besser und ich kann ein bisschen malen. Und das mache ich so. Und dann kann die Linien. So, und es sieht so einfach aus. Wir sind ja in Stuttgart im Theaterhaus, wo du heute Abend auftrittst. Was gefällt dir besonders gut an Stuttgart? Ich mag alles. Alles? Ja. Das hören die Schwaben sehr gerne, dass du alles magst. Ja, ich mag Wilhelma. Das ist so. Hast du denn deine Motive auch schon mal live gesehen, wo du gerade Wilhelma sagst? Warst du in der Wilhelma oder guckst du dir alles nur mit Bildern an? In Wilhelma, ich war nicht, aber ich habe viel gesehen. Okay. Du hast zu Hause, hat sie mir verraten, 60 Kilo Sand. Ich habe ein Zimmer, das ist Zimmer für Arbeiten, für Trainieren. In dieses Zimmer, ich habe Sand, ich habe Tisch und ich kann da alles machen. Nicht im ganz Wohnung Sand. Okay. Ich kann da trainieren, dann so machen und gehen in die Küche. Super. War einfach wunderschön und authentisch. Genial, was man mit Sand alles machen kann. Ich finde es toll. Und die Musik dazu. Und sie ist eine sehr sympathische Künstlerin.
mitgebracht. Da mein erster Gast bist. Mit ich habe alles so ganz im Portemonnaie, gell? Also guck dir mein Portemonnaie an. So ein Kruschkram. Das sieht jetzt aus wie ein Drogenpaket, ist aber keins. Anna hat mir... den Sand, mit dem sie gemalt hat. Aha. Die hat ja, wie sie gerade im Beitrag erzählt hat, 60 Kilo Sand zu Hause. Wow. In einem Zimmer. Was hast du am meisten zu Hause? Kostüme und Frisuren. Ja, über die reden wir auch gleich noch. Fass mal an. Wow. Ganz zart, gell? Das wäre ja den Zeichen immer eine 5. Komm, sei kreativ. Smiley. So. Sehr schön. wenn du sagst, Zeichnen und Malen, hattest du immer eine 5, was ist denn dein Talent? Ich glaube, ich habe einen Humor, der kompatibel ist mit vielen anderen. Und ich habe vielleicht das Talent, wenn man so sagen darf, so ein paar Sachen pointiert darzustellen, wo die Leute sagen, die Situation begegnet uns ständig, aber so haben wir es noch nicht gesehen. Das ist eine von deinen... Mittlerweile 127. Das ist nicht dein Ernst. Du hast 127. Von denen, ja. Wahnsinn. Würdest du die mal für uns aufsetzen? Geht das jetzt so? Oder ist das ich jetzt? Ich mach meine Haare kaputt. Deine Frisur. Für Regio TV verschandle ich mich gern. Man muss das ja eigentlich erst nach hinten, aber wir improvisieren jetzt. Ja, genau. Ja. So. Das Gute ist ja, die müssen nicht gekämmt und gar nichts werden, gell? Hahaha, das denkt der Laie. Da muss ja alle 4 Wochen neue Farbe drauf und neues Futter drunter. Ja, natürlich. Bist du auch bei deinen Auftritten mal entkleidet? Also relativ nackt? Oder hast du immer... also Seelenstrip von mir aus. Aber ansonsten, das will doch keiner sehen. Ich wollte gerade einfach einen Übergang schaffen zu meinem nächsten Beitrag. Ja. Da geht es nämlich um Center, die Aktfotografie macht. Hast du dich schon mal... Nein. Würdest du es auch gibt, nicht? Nein, es gibt irgendwie so aus... Ende der 60er, irgend so ein Bild, dieses klassische auf dem Bärenfell und das ist schon schlimm genug. Das hast du mal machen lassen? Na, meine Eltern haben mich da als Kind genötigt. Und ach, als du noch jetzt, Baby warst? Natürlich. Ich habe gesagt, in den 60ern, ich bin nicht. Ich bin nicht so alt, wie ich jetzt gerade aussehe. Wir gucken jetzt mal bei Center rein. Es gibt so viele schöne Menschen, die vielleicht nicht irgendwie 1,80 groß sind, 40 Kilo wiegen oder
völlig untätowiert die reinste Haut haben und wunderschön sind, sondern es gibt viel, viel interessantere Menschen. Das ist eigentlich auch, was ich in meinen Büchern festhalte, normale Models. Das ist genau der Moment, auf den man wartet, wenn sie tanzt, glaube ich. Jetzt ist mein Hintern zu sehen. Und den habe ich in dem Moment festgehalten. Und das finde ich einfach, ja, das finde ich einfach ziemlich schön. Ich werde ja immer dazu gezwungen, so, du musst jetzt aber dieses Jahr nochmal ein Buch machen. Und Dirty Dirty Harriet ist einfach nur noch dreckig und rotzig. Es ist einfach nichts, was irgendeinem Standard entspricht. Es ist einfach, was uns gerade eingefallen ist, worauf wir gerade Bock hatten. Und das war zum Beispiel, dann war es am Vasen halt so, dass man sich dann da halt da hochstellt. Das ist auf dem Vasen? Ja. Ach, jetzt komm. Mhm. Der beste Freund von meinem Vater ist vor etlichen Jahren an Leukämie gestorben. Und jetzt auf nachher, hat so einen Fingerschnipp gemacht und irgendwie war er dann schon weg. Mhm. Und ich habe dann erst 4 Jahre später herausgefunden, dass man mit so etwas Einfachem wie einer Typisierung helfen kann. Und dass man da eigentlich nichts dafür braucht, kein Geld, keine riesen OP erstmal, sondern man lässt sich einfach registrieren. Und erst wenn dein genetischer Zwilling gefunden wird, kannst du helfen. Und ich finde das einfach so eine tolle Sache, dass ich nicht verstehen kann, wie man da nicht mitmachen kann. Es ist halt alles ein riesen Aufwand, das alles, diese ganzen Datenbank aufrechtzuerhalten, diese ganzen Spendenaktionen zu organisieren und so weiter. Und es kostet so viel Geld, dass ich einfach da ein bisschen helfen möchte. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit fotografieren oder ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit Vollgas geben, überall rumreisen und arbeiten, sondern ich möchte auch einfach total gern ich ein Familienmensch sein. Und das reicht mir eigentlich vollkommen aus. Ich habe dir nach unserem letzten Beitrag eben ja den Sand mitgebracht. Ja. Jetzt habe ich aber leider keine nackte Frau oder irgendwas Nacktes für dich. Jetzt war es das mit den Geschenken. Damit würdest du mir auch keine Freude machen. Ja, du stehst auf Männer, ne? Ich? Ja. Ich stehe auf Menschen. Auf Menschen. Puh, sagen wir es mal so. Dann möchte ich meine Sendung gerne noch mit Veranstaltungstipps beenden. Das heißt, du als Kultfigur und Kulturfigur aus Stuttgart darfst jetzt mal sagen, wo man noch so hingehen sollte. Wo man noch hingehen sollte. Also ich spiele ja gern in größeren Hallen, weil da einfach, wenn man sich da gut inszenieren kann, mit Bühne, Licht und allem, aber ich liebe dann die kleinen Bühnen, wo man sagt mal so 100, 120 Leute vor sich, wenn man da ganz nah am Publikum dran ist und da kann ich die Kronenkomödie in Filderstadt Bonlanden empfehlen. Das ist da, wo wir gerade sind, wo es viel, vor allem schwäbische Unterhaltung gibt. Und mein Tipp ist von Center, die wir heute im Beitrag gesehen haben, die Aktfotografin, die hat nämlich am 7. Dezember ihre Vernissage von Dirty Dirty Harriet. Und das sollte man sich auch angucken, weil das wird sehr, sehr spannend. Eine ganz tolle Frau, ganz tolle Künstler. Man kann ja hinterher zum Beichter gehen, was man da so hat. Bommi, es war mir ein Fest, dass du in meiner Sendung warst. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie dann nächste Woche auch wieder mit dabei sind bei unserem neuen Kulturmagazin. Und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.